Moin moin Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Warlords of Draenor. Ich bin mir nicht so sicher, was das jetzt für eine Folge wird oder ob es wirklich cool wird. Auf jeden Fall geht es darum, Shadrach wieder zu erobern mit Khadgar zusammen. Das Ganze ist ein Szenario. Ich bin sehr froh, dass die Szenarios eigentlich einfach nur in die Quests eingebunden wurden. Und dass das nicht so Dungeon-mäßig ist, wie es noch irgendwie in MOP war. Weil ich muss sagen, die ganzen Szenarios haben mir persönlich überhaupt nicht gefallen, aber naja. So, wir müssen jetzt Auftritt des Eisernen Sterns. Müssen wir mit dem Ding. Okay, Gott, wir müssen mit zum Teil fahren. Lol. Erreicht den Hafen, sprecht mit Erzmagier Khadgar. Okay, okay, ich darf einfach. Okay, ich rolle hier jetzt einfach durch. Warte, ich muss, glaube ich, gleich nach rechts abbiegen. Weil ich muss zum Hafen. Der Hafen ist, glaube ich, dort unten. Okay, das ist schon mal ganz cool. Ich habe vorher noch in so einem Roboter gesessen und habe so mit Blitzkugeln einfach erstmal alles niedergemäht. Das ist halt auch ganz cool. Wie gesagt, ich mochte die Szenarios eigentlich nicht so gerne in MOP. Ah, da war jetzt einfach nicht. Ist halt kein richtiger Dungeon und auch nicht wirklich richtig coole Story. Teilweise schon, aber auch teilweise weniger. Also, ich war kein Fan davon. Halten wir das einfach fest. Ich finde es cool, dass es so in die Story eingebaut ist, weil die Story wirklich in Warlords of Draenor auch mehr im Vordergrund steht im Questen. Das gefällt mir wirklich gut. So, wir begleiten den Zauberer. Ich werde euch verteidigen. Okay. Wir müssen Khadgar verteidigen. Kriegt ihr das nicht alleine hin? Ich meine, er ist Elite. Auf jeden Fall hat er noch 5,7 Millionen. Gebt mir Deckung, damit ich mich konzentrieren kann. Okay, wir müssen einfach alles platt machen, was dem jetzt eigentlich entgegenkommt. Sollte doch zu machen sein. Wir sollten nicht zu viel pullen, das habe ich das letzte Mal eigentlich schon gemacht. In so einem Szenario-Teil einfach ultra viel gepullt und dann halt ordentlich kassiert. Man sollte es also nicht ganz übertreiben. Es sind auch immer schön ein paar NPCs da, die einem helfen. Man kann es halt auch easy peasy alleine machen. Und es wird dann einfach noch ein bisschen Story erzählt in einem etwas abgesteckteren Rahmen. So sollten Szenarios sein, meiner Meinung nach. Das ist eine gute Idee. So ist es, finde ich, auch eine Erweiterung für Spiel, die mir gefällt. Aber dass sie halt so ein Zwischending zwischen Dungeon und Solo, weiß nicht, oder so. Ja, man konnte die Storys halt auch wieder nur dadurch mitkriegen. Das war halt auch wieder so lame und dass man teilweise dazu gezwungen wurde, sie zu machen für die oder die Quest. Was ein bisschen nervig ist, dass es manchmal ein bisschen dauert. Hier oben seht ihr zum Beispiel Instanz nicht gefunden, Instanz nicht gefunden. Ich saß da erstmal so 5 Minuten, bis er für mich irgendwie, glaube ich, einen Instanz-Server fertig gemacht hat, dass ich das hier machen konnte. So. Brauchen wir jetzt hier einfach weg, ey. Die Schiffe sehen schon cool aus so im Hintergrund, oder? Gefällt mir. Oh Gott, ich geh ein bisschen aufs Maul. Bisschen AE. Ich glaube, da darf ich heilen, oder? Darf ich da rein? Wollen mal ausprobieren? Ja. Die legendäre Waffe der Eisernen Horde befindet sich im Hafen. Okay. Das Flaggschiff ist vor uns. Ich stoße zu euch, wenn ich wieder bereit bin. Ah, hat sie jetzt alle eingefroren. Hilft den Draenei nach Überlebenden zu suchen. Natürlich. Dann müssen wir mal mit Khadgar reden. Die Superwaffe ja. Ist auf einem dieser Schiffe. Wissen ist Macht. Wir können dir viel lernen. Ach, er teleportiert sogar zu mir. Sprecht mit Khadgar, um zum Schiff zu teleportieren. Achso, ich dachte, nee. Okay, ja, okay, wir laufen jetzt ganz normal hin. Alles cool. Shadrach sieht hier schon irgendwie völlig anders aus. Ich werde nicht dermaßen viele Unschuldige töten. Unschuldige? Ihr wollt Draenor in Flammen sehen. Ihr seid es, der gestoppt werden muss. Ja, ich werde Draenor brennen sehen. Ihr Verräter aber nicht. Wir kümmern uns um Schwarzfaust. Zerstört diese Waffe! Champion. Sagt Bescheid, wenn ihr zum feindlichen Schlachtschiff teleportiert. Let's go! Oh Gott, was ist das? Ich bin ein Blitzball. Alter, diese Schiffe sehen richtig fett aus, Alter. Richtig die krassen Kriegsmaschinen. Na, wo geht's eigentlich hin? Okay, hier hinten auf das Schiff geht's drauf, okay. Lasst niemanden an die Kanone. Ah, komm, hier, da kann ich Bomben nehmen und die. Okay, etwas zu kurz vielleicht. Die auf jeden Fall mitnehmen, um. Ah! Na? Nimm! Oh Gott, alles geht in die Luft! Aua! Ich muss hier einfach durchbrechen, glaube ich. Flop!
Schon Hälfte der Leben weg bei dem, ey. Okay, der interagiert noch nicht mit mir. Vielleicht mal kurz die Mobs wegklatschen, dann kommt er da bestimmt runter. Na komm, mein Freund! Gut, dann muss ich eben selbst Hand anlegen. Das glaubst auch nur du! Jetzt gibt's fettes Pfund aufs Maul. Oh, 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 vielleicht mal rausgehen? Okay, ein bisschen viele Bomben. Komm her. Ihr werdet im Kampf mit Schwarzfaust gebraucht. Ich kann euch hinüberbringen. No, Daniel, lass uns gehen, mein Freund Katka. Der Typ ist eh voll OP, Mann. Er ist am Anfang überall durchgefahren. Er ist mit Bomb so alles weg mit so ein paar Arkanen geschossen. Ich muss jetzt jedes Schiff einzeln regeln, okay? Okay, da kann man einfach durchlaufen. Das ist alles schwach. Okay, der wird ein Raid-Boss. Den kriegen wir jetzt mit Sicherheit nicht platt. Vielleicht ein bisschen ankitzeln. Was jetzt? Geht der? Ach, hinter. Okay, hinter. Oh, okay, das muss er jetzt wahrscheinlich ein paar Mal machen, bis er alle kaputt gemacht hat. Gut, dass er schnell gelesen hat, ey. Ich wüsste nicht genau, was er von mir will. Aber er muss vorher nicht riechen. Hintergrundmusik ist auch wieder so schön. Man hat mich auch so am PC, ey. Echt, waren echt gute, schöne Zeiten. Ups. Okay, das sollte passieren. Jetzt kommt Ingame Cinematic, passt auf. Es ist vorbei. Niemand hätte das überleben können. Dieses Schiff geht gleich in die Luft. Bringen wir uns in Sicherheit. Richtet die Kanone aus. Wir schicken beide Schiffe auf den Meeresgrund. Marat! Wie? Im Licht sind wir eins. Wird mir klar, du warst nie einer von uns, du Wotan. Unser Band ist eisern. Aber ihr seid so einfach zu brechen. Was willst du, kleines Mädchen? Dein Leben. Die Kanone ist in Position. Feuer bereit. Auf meinen Befehl. Wie arrogant, dass du glaubst, du allein könntest mich besiegen. Zusammen. Halt! Sie leben noch! Ich habe sie! Ihr werdet alle sterben! Nur du! Wow! Also, ich habe bei sowas echt Gänsehaut, fast Pipi in den Augen. Die Story ist immens geil. Keine Ahnung, also wie gesagt, WoW ist bei Teutem nicht mehr so. Alles annehmen, einfach nur noch durchfahren, das ist echt. Das war durchaus sehr, sehr gut. Portal nach Talador, will ich nach... Ja, wir sind in Talador. Ich glaube, ich... Warte mal, ich komme dann vielleicht da unten raus oder so. Auf jeden Fall sind wir hier fertig. Gucken, wo wir rauskommen. Und wie gesagt, solche Szenen gibt es immer wieder mal. Klar, gibt es auch ganz, ganz viel Kille. Und um letzte Folge haben wir auch nur töte den, töte das. Aber ich habe sogar echt Lust, fast jetzt einfach diese Questtexte auch einfach zu lesen, weil ich richtig Bock habe, hier einfach noch mehr in diese Story reinzuversetzen. Was ich gar nicht so stark habe im Großen und Ganzen. Ich mag WoW und ich lese auch das ein oder andere Buch, aber in-game hatte ich nie so viel
Willen, mich wirklich damit krass auseinanderzusetzen, aber irgendwie, dieses Add-on ist schon definitiv eine ganz andere Hausnummer, was das angeht. Ich bin sehr... Ihr seht schon, ich habe meinen Elite-Vogel immer noch nicht getötet. okay, 3 von 4 Kapiteln haben wir schon hinter uns in den Schatten von Auchindium. Das ist wahrscheinlich, das ist definitiv hier unten, das wird da vorne anfangen. Das ist dann das letzte Kapitel, was ich gleich machen werde. Ich kann noch einmal ganz schnell gucken, ob hier vielleicht dieser blaue Kackvogel ist. Den haben wir ganz am Anfang, habe ich den einmal gesehen. Danach habe ich ihn nie wieder hier rumlaufen sehen, weil er wahrscheinlich auch so überabfarmt ist. Seht ihr auch, wie viele Leute hier rumgeistern. Wir machen eine ganz kleine Runde und dann gucke ich überhaupt, ob ich noch da runterfahre. Dann können wir es vielleicht noch zusammen anfangen. Und das Szenario so ein bisschen ausklingen lassen, ey. Das war echt spielerisch nicht krass oder so, aber rein storytechnisch, also diese Ingame-Sequenzen, die sind richtig gut geworden. Auch die, also ich habe das Englische jetzt nicht gesehen, aber die deutsche Übersetzung so gut gesprochen, also die deutschen Sprecher, ich kann ehrlich gesagt nicht so krass nachvollziehen, wenn die Leute sagen, oh ja, muss man unbedingt alles in Englisch machen, weil in Deutsch ist es ganz schrecklich. Kann nicht, nee, kann, es ist in Deutsch sehr, sehr gut. Also ich kann verstehen, dass man sagt, ja, aber ich bevorzuge einfach, bin ich in der Schattrad? Nee. Ich möchte Terroka-Zuflucht, haben wir das? Habe ich das freigeschalten? Der Brückenkopf, das, ne. Da, doch, da ist die Terroka-Zuflucht, da kann ich fliegen. Was ich sagen wollte, ich kann verstehen, dass man sagt, ja, ich bevorzuge eher Englisch. Ist ja Geschmackssache. Aber man kann auf jeden Fall nicht sagen, dass das Deutsche in irgendeiner Weise schlecht gemacht wäre, die deutsche Vertonung und Übersetzung. Also keine Ahnung, ich fühle mich mit dem deutschen WoW-Client einfach sehr wohl, weil ich auch einfach 10 Jahre deutscher WoW-Client hier. Ich könnte mich, glaube ich, gar nicht umgewöhnen. Also vielleicht könnte ich es. Ich meine, mein Englisch ist auch nicht so schlecht. Was das Lesen und das Verständnis angeht, habe ich da, glaube ich, keine Probleme mit. Aber es ist einfach auch ein Stück weit Gefühl. Weil man halt schon so lange mit dem deutschen Client unterwegs ist, möchte ich das eigentlich auch nie ändern. Und wie gesagt, ist es für mich bei WoW auch nie nötig. Klar gab es vielleicht auch den einen oder anderen Tooltip mal, der auf Deutsch nicht hundertprozentig korrekt übersetzt war oder so. Aber es gibt auch hin und wieder da auf englischen Client Probleme oder Sachen, wo man sagt, ja, das habe ich jetzt nicht so hundertprozentig verstanden. Wäre vielleicht sogar auf Deutsch besser gewesen. Von daher, ich bin sehr froh mit meinem deutschen Client. Ganz einfach. So. Talado-Orchidee, die sammeln wir noch auf, wenn wir übers Wasser heizen. Ich muss auch sagen, ich mag den Gratis-Shopper, den wir bekommen haben. Ich finde ihn nicht überwältigend, aber momentan heize ich ganz gerne damit in der Gegend herum. Weil ich auch nichts wirklich, also Bodenmounts habe ich auch ehrlich gesagt nicht wirklich irgendwas richtig krasses, vielleicht so ein Armani-Bären oder so, aber im Großen und Ganzen so wirklich Bodenmount-mäßig ist da nicht. Nichts, wo ich sagen würde, boah, hammer nice. Ich würde gerne so die Quarry-Drohne benutzen, oder? Vielleicht könnte ich mal irgendwas anderes machen. Ich könnte auch total random, aber da müsste ich wieder irgendwie Favoriten setzen. Ja, ist ja auch Wurst. So, hier vorne ist jetzt das letzte Kapitel von Talador. Mal gucken, ob wir hier noch irgendwas Schönes sehen. Oder ob ich hier den Talador nach dieser Folge nochmal dazu hole, ob ich denke, dass sich das lohnt. Ansonsten sehen wir uns da, glaube ich, erst wieder im... Puckard. Es wäre geht schon. Nee, es geht nur auf die Spitzen von Ara kommt als nächstes. Danach kommt Nagrand, okay. Weil gut, das Schattenmondteil werden wir nicht sehen. Zumindest nicht so schnell. Vielleicht, wenn ich irgendwann mal ein Allianzler spielen sollte. Was vielleicht irgendwann passieren könnte, aber wahrscheinlich nicht in der nächsten Zeit passieren wird. Na, guck mal. Hier trifft man auch wieder die Drenai, die wir gerade eben auch schon getroffen haben. Ich kenne ihren Namen persönlich jetzt leider nicht. Die Toten werden unruhig. Etwas wahrhaft Dunkles ist im Verzug. Maladar. Maladar sagt mir aber auch irgendwas, keine Ahnung. Unsere Feinde werden fallen. Oh, die müssen auch endlich mal ihr neues Model bekommen. Ich bin mal gespannt, wie lange sie da noch brauchen. Weißt du mich ja gar nicht, ob ich wirklich Undead bleiben will, ey. Also, Undead ist cool, aber... Oh. Ich bin gespannt, wie die Blutelfen werden. Die überarbeitete Version. Vielleicht wechsle ich sogar von Undead, wenn es mir vielleicht dann auch einfach ein bisschen auf den Geist gegangen ist. Wieso habe ich hier 2 Flugrouten? Verstehe ich nicht so ganz.
Das eine ist ein Neutrale, oder das sind so Feendrachen, und das andere ist Zorde, oder die Drachen. Muss man sich hier wieder vielleicht für zwei Fraktionen entscheiden, früher oder später? Ich weiß es nicht. Die Vorne haben wir auf jeden Fall nochmal Quests, die wir annehmen können. Die gute sind. Wow, was ist denn hier los, ey? Du willst heftiges Gemetzel. Vorne noch abgeben. Ich gebe lieber gerne mal alles ab und nehme an. Vielleicht gibt es hier eine Folge, wenn man alles auf einmal machen kann. Aber wo? Unten rein? Ja. Wow, geht das, wow, geht das steil hier runter. Wir fahren einfach. Fährt man da runter? Ist noch der Wug-Duell. Hier steht ein Warlock-Portal. Warum? Wir müssen die Verwundeten beschützen. Ah, nee, das ist nicht sie, oder? Seelenbinderin Tulani? Doch, das könnte sie sein. Ja, es ist sie. Oh, oh, was ist hier los? Ich nehme mir noch so Quest an und kassiere und kassiere. Halb am Sterben. Was soll ich überhaupt machen? Kristall und Pylon. Okay. Alter, ist hier was los? Ich will hier weg. Boah. Was ist dein Problem? Das sind keine Hexenmeisterportale, das sind Portale, wo Gegner rauskommen. Gut, hier ist noch eine Quest von einem Yuri. Bisschen hochleechen, was gleich weitergeht. Und platt machen. Dann müssen wir hier vorne irgendwie diesen Kristall aktivieren. Aber killen müssen wir ja nichts, oder? Irgendwelche Kristalle, wir brauchen noch mehr Kristalle außer denen. Kleinere Kristalle, ah, die liegen hier rum. Ne? Ich finde schade, dass es hier unten jetzt wieder so still ist, dass die Musik hier so komplett aussetzt. Ich mag, also ich mag die WoW-Hintergrundmusik total gerne. Alleine schon der Classic-Soundtrack, ey, ich liebe ihn. Oder einfach so Wald von Elvin. Die Hintergrundmusik ist so Entspannung pur. Ich weiß auch gar nicht, wie oft ich das schon gehört habe. So ein bisschen mehr so Wald von Elvin ist schon ein bisschen mehr zu Hause als irgendwie so die Horde-Startgebiete, weiß ich nicht. Ich hab den, glaube ich, öfter gemacht als irgendwelche Horde-Startgebiete. Ich fand die Horde-Startgebiete auch alle nicht so gut wie den Wald. Ich mag auch die anderen Allianz-Startgebiete nicht so. Aber der Wald, keine Ahnung, der ist einfach. Alter, wie viel Leben hat der? Okay, was macht der mit mir? Okay, das ist auch named. Cool. Brauchen wir den für Quest? Ja, okay. Alles cool. Hatte gar nicht mehr aus, sich zu drehen. Okay, GG. Jetzt brauchen wir noch ein Kristall und dann ist die Sache hier unten auch, glaube ich, schon wahrscheinlich wieder gegessen. Und dann kommen die Leute hier wenigstens wieder raus. Muss sagen, bis gerade eben mochte ich die Jenny gar nicht so, aber sie hat mir echt irgendwie Respekt, muss ich sagen, nach dem Cinematic habe ich Respekt für die Draenei, weil ich die vorher nie so auch wirklich richtig wahrgenommen habe. Also wirklich cooles Volk oder auch interessantes Volk. Okay, das ist, glaube ich, auch schon alles draus, ne? Wir müssen ja auch schon wieder raus. Also ich kann nur sagen, Respekt, Respekt Blizzard, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Ich bin, was das angeht, sehr positiv überrascht. Klar gibt es immer noch die ein oder anderen Probleme, aber ich denke, es hat sich auf jeden Fall bis jetzt relativ gut gehalten. Und ich denke, wir sehen uns wieder in weiteren Folgen zu Warlords of Draenor. Wenn ich mal wieder vielleicht was Spannendes finde, wie so ein hübschen, ich komme gerade nicht drauf, Cinematic, ja. Dann werde ich euch natürlich wieder zuschalten. Und was da wahrscheinlich, ich weiß es nicht, wie gesagt, die Spitzen von Arrak kommen als nächstes und danach kommt noch Naggrand. Ich bin gespannt, wie Naggrand wird. Naggrand war früher natürlich super geil. Ob das jetzt immer noch so geil sein wird, wird sich zeigen. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis dann, Leute, und tschüss.